8. November, guten Morgen. T2 Camper, das Bulli-Projekt geht es weiter. Folgendes ist passiert. Motor ist drin, jetzt wird er komplettiert. Und Ziel von Teil 3 ist, das soll natürlich wieder laufen. Mal gucken, ob das gelingt. Also, Motordichtung ist drin, Steuergerät ist drin. Hier bleibt noch einiges anzuschließen. Ja, bestellt habe ich auf jeden Fall den Auspuff komplett. Da habe ich was bekommen. Mal sehen, ob das gut passt. Da warte ich aber noch drauf. Bis das soweit ist, liegt die auf dem Tisch. Ich drehe mal. Liegt auf dem Tisch folgendes. Also die gesamte Luftführung für die Heizung inklusive Gebläse. Dann die Luftzufuhr für den Motor. Hier mit etwas Technik hier in der Klappe. Muss eingebaut werden, natürlich schön sauber gemacht, Luftfilter neu, neue Zündkabel soll er nochmal kriegen, die Stecker, die sind mir zu bröselig, ja, verschiedene Sachen hier, Filter, hinten mache ich nochmal die Bremsleitung neu, und zwar also die Übergänge, die sind mir doch ein bisschen zu hart, zu porös, ja, und das hier, Tankbelüftung und so weiter, das noch bis der Auspuff da ist. Dieser Arbeitstisch liegt natürlich auch noch voll. Hier ist hauptsächlich vorne Armaturenbrett und so weiter. Das Armaturenbrett war raus. US-Fahrzeug ist also komplett lackiert worden von innen und Kilometeranzeige und so weiter musste sowieso raus. Das heißt also, wir haben also einen neuen Tacho. Das ist der alte und das ist jetzt der neue Tacho. Multifunktion, Kilometer. Und als drittes Instrument habe ich jetzt noch ein Drehzahlmesser eingebaut. Das ist ein Drehzahlmesser aus dem ganz normalen Zubehörhandel. Den hatte ich noch so rumliegen. Den habe ich jetzt hier so ein bisschen verschraubt, hinten mit der alten Blindplatte, die dafür an sich vorgesehen war. Okay, der Tacho All zeigt 108.640. Müsste man mal ausrechnen, 108.640. Dividiert durch 0,621, 108.640, dividiert durch 0,621, so, da haben wir es, 174.000 Kilometer, also ich rechne nicht aus, wenn er jetzt anstatt vorne eine 1, eine 2 hätte. Könnte passieren. So, Auspuff ist da. So, ich lege das jetzt mal in Reihenfolge hin. Also, als erstes eine Dichtung, dann ein Katalysatorersatzrohr, dann Auspuff, also das wird einfach draufgeschoben hier, okay, und das Endrohr. So, Befestigungsmaterial, hier nochmal eine Dichtung, hier haben wir noch ein bisschen Dichtungsmaterial für den, genau, für den Übergang hier, dann haben wir hier eine Haltelasche, die noch gebogen wird entsprechend, dann wird er hier wahrscheinlich aufgehängt und oben drüber haben wir ein Wärmeschutzblech.
So rum. So, das ist die Spezifikation, wie sie am US-Modell ist. Also Gott sei Dank, es gibt solche Ersatzteile und ja, wir machen uns mal ans Verbauen. Hier Krümmer und hier bei den US-Typen kommt also von der anderen Seite hier das Abgas hier über diesen Weg. Geht also alles zusammen hier auf dieses Katalysator-Ersatzrohr. Dichtung, hier diese typische Dichtung, wie man so bei VW kennt. Dann der Endschalldämpfer, hier durch die Lasche gehalten. Die Lasche geht also um den gesamten Topf hier. Musste also anders gekontert werden. Hier unten war das Gewinde schon hinüber. Und das Endrohr mit Dichtung hier ist relativ lang. Also, das ist das, was vorher drin war. Für den Katalysator also dieses Ersatzrohr. Den Katalysator kriege ich so nicht mehr. Und das Endrohr hinten sieht man, ist also auch ein ganzes Stück kürzer als dieser Bogen, der jetzt dran ist. So, nochmal ein Blick in den Motor. Wir haben jetzt drin, also der Luftfilter ist drin, der Zugang ist drin, die Tankentlüftung ist drin, Zündspule ist drin, Riemen ist drauf, hier dieses kleine Gitter ist davor, Motordichtung ist drin. An sich ist er soweit komplett. Die ganzen Unterdruckleitungen sind angeschlossen, vorne Unterdruckleitung bis vorne in das Auto, Benzinpumpe ist angeschlossen. Ja. Das, was noch fehlt im Motorraum, ist also hier die Heizung, der Zugang Heizung. Also das ist dieser Lüfter, der hier oben unter der Decke sitzt. Den lasse ich jetzt noch raus bei den Startversuchen, um da nochmal so besser dran zu kommen. Ja, ansonsten das Hitzeblech ist noch wichtig, dass das keinen Kontakt mit dem Endschalldämpfer hier hat, damit es hier nicht rappelt. So ist an sich schon, ja, Steuergerät ist drin. Der Diagnosestecker wird hier oben noch draufgeschraubt, Batterie muss noch rein. So, ich freue mich jetzt, dass ich erstmal so weit bin. Ups. Was ich natürlich super gut finde, ist bei dem T2 hier der Typ 4 Motor. Der ist natürlich klasse, der liegt hier total mit Schwerpunkt, also mit tiefem Schwerpunkt hier drin. Hat hier oben gut Bauhöhe, also dass man da gut an die Komponenten ran kann. Also das gefällt mir sehr gut. Also wie tief der in der Karosserie eingebaut ist, ist natürlich ganz prima, dass er so einen tiefen Schwerpunkt hier hat. Okay. November, guten Morgen. Heute Morgen geht es wieder eine Stunde an dem Bulli. Und zwar hinten bin ich ja soweit fertig. Jetzt geht es vorne darum, den Kabelsalat hier zu entwirren. Und ich zeige euch das mal.
So, wie ihr seht, hier vorne sieht das an sich schon wieder ganz wohnlich aus. Und zwar der Sitz ist schon wieder neu gepolstert. Das ist also diese Helsinki-Ausstattung. Wenn ich den zweiten Sitz mache, zeige ich das nochmal im Video. Das ist der Drehsitz auf der anderen Seite. Ansonsten sind die Gummimatten hier schon wieder drin, der Einstieg und so weiter. So, jetzt innen. Oder die Tachoeinheit, die ist an sich jetzt nur so lose reingelegt. Die kann ich nochmal rausnehmen. Jawohl, da ist er. So, die Lüftung, die Heizung hier unten, die Rohre und so weiter, das habe ich schon wieder neu eingesetzt. Und jetzt ist hier natürlich der ganze Kabelsalat, alles was ich hier so anschließen muss. Ja, ich habe mir gestern mal den Stromlaufplan rausgesucht und ich meine, diese Stromlaufpläne, die können nicht von Elektrotechnikern gemacht sein. Also die sind sehr unübersichtlich. Wir wollen erstmal so schauen, was geht. Also, was ich natürlich weiß, ist 30 ist Zündung, 30 ist Dauer plus 15 ist Zündung und 31 ist Masse. Irgendwie so ist das. Vielleicht kommen wir ja mit den Sachen schon weiter. Okay, hier unten also auch noch reichlich Chaos. Ich beleuchte das mal. So, hoppala. Da ist also auch noch einiges zu tun. So, ich mache das jetzt erstmal hier klar. Und wenn das dann soweit durch ist, sind wir unten beim Anlasser. Der Anlasser, da unten ist gebastelt worden. Da sind mir also zu viele Relais rund um den Anlasser. Ich glaube, das kann man entwirren und wollen mal schauen, was dann da geht. Wenn ich hier fertig bin, melde ich mich da unten wieder. So, ich bin jetzt relativ schnell unterm Auto gelandet und zwar bin jetzt hier unten am Anlasser. Von vorne habe ich rausgenommen. Das war so eine Art Schalter zum Anlassen. Das ist also nicht original. Und dann ist also noch hier ein Relais gewesen. Und so sieht das jetzt wieder aus. Ich zeige das nochmal hier mit der GoPro. So, das ist dieser Schalter hier. Könnt ihr das sehen? So, und das ist das Relais. Und hat er noch ein Relais hier oben verbaut. Das ist dieses hier. Das verstehe ich auch nicht, was das soll. Warum er das überhaupt gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Schlüsselschalter kaputt gewesen und hat also irgendwie Ersatztaster hier gebraucht zum Anlassen. So, jetzt haben wir hier den Anlasser. Also, wir haben hier Dauer plus auf diesen Schalter, um den Motor zu starten. Dauer plus, dann geht er hier rüber, also hier in den kleinen E-Motor. Sieht alles noch ganz gut aus. Ich denke mal, das kann man so gebrauchen. Dann geht von Dauer plus 30, geht das also hier nach vorne, um die Zündung und das Licht und so weiter zu bedienen. Also an sich, sag ich mal, ein 6-0er Kabel hier nach vorne, relativ groß. So, zurück kommt vom Anlasser an sich Klemme 50. Klemme 50 heißt an sich, in dem Moment, wo also der Schlüsselschalter gedreht wird und weiter gedreht wird, kriegt er also hier den Impuls. Der geht hier über Rot-Schwarz zurück und der sorgt dafür, dass dieser Schalter durchschaltet und hier der Kraftfluss zustande kommt und der Motor dreht, also der Anlasser betätigt wird. So ist das meines Erachtens original. Es wird also ernst. Ich setze jetzt mal die Batterie schon mal rein. Und zwar, mal gucken, ob die so da reingeht. Boah, ist das eng. Ja, ich habe es gehört, der Gulli ist sehr eng. Okay. So, neue Polklemme hier. So, schon wieder hier oben. Und zwar, es wird an sich hier oben ein bisschen schlimmer anstatt besser, weil Folgendes ist passiert. Also ich habe jetzt mal die Batterie drin, habe auf Zündung gedreht, Zündung geht ein, ganz normal. Wenn ich jetzt weiter drehe, dann müsste eben auch die 12 Volt müssen eben auch auf Klemme 50 gehen, damit der Anlasser unten betätigt wird. Das Durchschalten auf Klemme 50, also das wirkliche Starten, das macht er nicht.
Hier ist der Schlüsselschalter hier oben und unter dem Schlüsselschalter ist an sich der wirkliche Schalter, der das wirklich eben auch durchschaltet hier. Und der ist hier mit diesem kleinen Stecker hier versorgt. Also da geht ganz normal Dauer Plus drauf, da geht Klemme 50 drauf, da geht Klemme 15 drauf und so weiter. Das habe ich mir angeguckt mit dem Spiegel hier unten rein. Kann man diesen Schalter von unten ausbauen? Nein, kann man nicht. Also, der muss irgendwie von oben ausgebaut werden. Das heißt also, der ganze Vielefanz muss runter. Und jetzt erschließt sich auch diese ganze Logik. Warum hat er da diese ganzen Relais da unten eingebaut? Der hat also den Schluss auf Klemme 50 also über die Relais geführt und hatte hier so einen Drücker. Und deswegen ist also dieses komische Loch hier, also ein Taster zum Betätigen der Klemme 50. Ja, das hat er alles vermieden, aber wir wollen das natürlich original haben. Und deswegen machen wir jetzt diesen ganzen hier runter, und zwar Lenkrad, Blinkerhebel, dann kommen wir hier an das Zündschloss dran und dann kommen wir, glaube ich, hier im weiteren Verlauf hier diesen Zündschalter, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, Zündanlassschalter oder wie auch immer, den können wir ausbauen. Denke mal, der ist hinüber. Wenn ich da unten reingeleuchtet habe hier mit meinem VW-Spiegel, dann sehe ich auch, dass er so ein bisschen verfärbt ist. Kann sein, dass er abgebrannt ist oder so. Immerhin fließen so mal so schätzungsweise über diese Klemme 50, um den Magnetschalter unten reinzuhauen am Anlasser. Ich denke mal, das sind mindestens 10 Ampere, vielleicht auch 15 oder 20 Ampere. Also das müssen diese Schalter abkönnen, und zwar dauerhaft für den Betrieb. Und wenn man lange orgelt, denke ich mal, ist irgendwann wahrscheinlich auch dieser Kontakt hinüber. Ja, ich hole mal den Nuss hierfür. Also, den Hupenknopf. Den Hupenknopf habe ich hier schon runter. Hier liegt das Hupenkabel. Und ich habe jetzt einen 24er Nuss drauf. Und zwar ist das jetzt hier ein T2 aus den späten Jahren. Also, da müsste das normalerweise keine große Kunst sein, das Lenkrad abzunehmen. Mal gucken, ob das kommt. Also ganz normal wie beim Käfer oder so. Ja. Ja, das ist doch eine kleine Schwierigkeit. Aber ich denke mal, die Mutter, die müssen wir ja loskriegen. Ach, doch, geht. So, Mutter. Und dann ist unter dem Mutter gar nichts. Unter dem Mutter müsste an sich auch so eine kleine Wellenscheibe sein. So, und jetzt müsste an sich das relativ leicht abgehen. Ohne Abzieher und so weiter. Boah, das sitzt ja total lose hier. Aha. Okay, da sind hier sonst gleich so kleine Plättchen hier rausgefallen, die müssen wir wieder suchen. Okay, ich zeige euch noch mal eben das Lenkrad. Das ist sowieso nicht mehr so schön. Das hat hier schon, ist schon geborsten und so. Das sieht insgesamt aus, als wenn da schon einer reingebissen hätte. Das ist die Frage, ob man das nicht in diesem Zuge gleich erneuert. Also, dann ist das natürlich für Video 3 mit dem Anlassen zu viel. Also, dann mache ich erst Blinkerhebel runter, die Verkleidung lösen, Zündschloss raus, dann diesen Zündschalter ersetzen. Das ist jetzt die Reihenfolge. Und das machen wir, ich denke mal, im nächsten Video. Im nächsten Video ist dann aber auch Anlassen. Ja, unvermeidbar. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.